Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht im Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Zwergen. Gut, ich hoffe es funktioniert jetzt noch alles, denn nachdem ich ja letztens diesen Kooperations-Let's Play-Dingens gemacht habe mit den anderen YouTubern alles, was auch sehr interessant war, obwohl mir Team Games nicht so zusagen, ich hätte mehr. Das 2v2 hat mir sehr gut gefallen. 1v1 hätte mir viel lieber gefallen. Da hätte ich auch ein. Ich glaube, es wäre spannender gewesen. Ich wäre zwar nicht gut gewesen, weil ich einfach mit dem ganzen Spiel nicht klarkomme. Also die Eco, die Timings, das ist halt alles ganz anders als bei StarCraft. Ich bin zwar vielleicht kein schlechter RTS-Spieler, vielleicht nicht, aber Herr der Ringe ist halt ganz anders als StarCraft 2 oder Command & Conquer. Ganz anders. Auch vom Micro und so weiter komplett anders, also kann man gar nicht wirklich vergleichen. Und ja, deswegen danach habe ich halt dein Mod installiert nochmal. Ich wollte es mal probieren und irgendwie habe ich es hingekriegt, aber richtig stabil und super lief es nicht. Und jetzt musste ich halt wechseln, das heißt, die Dateien austauschen, damit ich wieder ganz normal spielen kann, weil der Launcher das irgendwie nicht hinbringt. Und naja, ist aber mein PC so, ich kenne es nicht anders, ich habe da immer Probleme. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier alle Dateien stimmen und so und es keine Crashes gibt, keine Bugs, sondern dass ich ganz normal weiterspielen kann. Wenn nicht, je nachdem, werde ich dann gucken, wie es weitergeht. Da weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall einmal mit Zwergen durchspielen. Das heißt, selbst wenn ich... Ja, das... Also wenn ich jetzt hier einen Absturz hätte und es wäre unspielbar, würde ich nochmal einen neuen Ringkrieg mit den Zwergen starten. Würde ich tatsächlich machen. Aber genug gelabert, lasst uns loslegen. Wir greifen, glaube ich, an. Ne, wir verteidigen. Wir verteidigen. Gegen eine ganze Menge Käsequatsch hier. Was haben wir da? Drogoff. Wir haben 4 Bogenschützen. Zeig mal her. Okay. Naja. Also Türmchen bauen ist Pflicht, weil Drogoff und Hexenkönig, also 2 Fliegeinheiten. Und dann mal schauen. Schicksalsberg wird eh nicht so einfach. 5 Hilfsarmeen. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Probieren wir es. Es könnte ein komplettes Desaster werden oder ein überragender Sieg. Und eigentlich will ich ja bloß, dass jede Schlacht 20 Minuten dauert. Guck mal auf die Uhr. Bei so großen Schlachten könnte es echt knapp werden. Aber ich habe noch 200 GB frei. Ich habe geschaut, das reicht. Also mit 200 GB kann die Schlacht auch eine Stunde dauern. Das müsste noch in Ordnung sein. Fraps nimmt halt unglaublich groß auf. Ich könnte auch mit OBS, glaube ich, aufnehmen. Dann sind die Dateien kleiner und ich würde mir das Schneiden und Rendern sparen. Aber ich glaube, dann ist die Qualität nicht ganz so gut. Und ja. An die Arbeit. Ich mache nur mit dem gucken wir mal. Menschen aus der so. Erdbeben, sehr wichtig. Wenn ich den Gang nehme, statt dem Bombardement, könnte ich auch noch die Zitadelle nehmen. Allerdings, glaube ich, ist es besser, den Wolkenbruch und noch die Zwergenschätze zu nehmen. Und dann wollte ich mal ganz kurz nachschauen bei den Einstellungen. Okay, die Musik. Alles klar. Volle Kanne Epicness. Das braucht's einfach. Ja. Wartet's mal. Das Geld kann auch der Dein holen. So. Schön so hinstellen. Und dann gehst dorthin. Okay. Vielleicht baue ich eine Festung nach den 2 Türmen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe halt sehr wenig Geld. Das ist mein Problem. Eine Festung würde mir aber ein bisschen defensive Kraft geben. Muss allerdings sagen, die Türme könnten reichen. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt sehr schwierig, das zu beurteilen. Ich habe noch die königliche Wache, die könnte helfen. Irgendwann wird der Gegner auf jeden Fall auftauchen. Da hat's ein Gasthaus, da hat's einen Vorposten. Das macht... Das ist egal. Du rufst jetzt hier die Verstärkungen. Das heißt, ich kann die Gegner ein bisschen... So, dann buffen wir sie hier noch. Und der greift an. Oh. Oh oh. Unbedingt rein da. Und dann bauen wir hier ein paar Minen erstmal auf. Ich hoffe, die Türme überstehen das. Geht's da mal rein, bitte in den Turm.
So, der König Dain nimmt es ein und ihr seid Truppen gerufen worden, um anzugreifen. Go, go, go. So, die Türme stehen noch, die Katapulte stehen noch. Ich verteile die mal so ein bisschen. Warte mal. Das hauen wir jetzt weg. Der geht dahin. Und dann bauen wir gleich hier eine Festung hin. Und der König Dain geht angreifen. Was gibt's denn hier noch so zum Einnehmen oder was? Okay, also ich warte noch ein bisschen, dann baue ich eine Festung. Ja, genau. So. Das Katapult wurde leider zerstört. Oh, da ist ein Bösewicht. Da ist ein ganz böser Bösewicht. Aber der stirbt jetzt. So, dann bauen wir hier die Festung auf. Ich würde die gerne so aufbauen. So, Lara entdeckt bedeutet für mich, hier können wir angreifen. Hier bleiben wir schön defensiv stehen. Ein Katapult zerstört, das heißt, ich werde eine Schmiede bauen. Und ja, hier schauen wir mal. Das Coole ist halt, schaut's mal. Die sind zwar fast weg, aber ich kann schon bald neue rufen. Und das ist dann echt nützlich. Okay. So, ihr zerstört das hier. So, jetzt sind die abgehauen. Bauen wir hier mal ein Türmchen. Stellen den auf defensiv. Der muss nämlich jetzt ein bisschen durchhalten. Das ist kein Problem. Damit kann ich umgehen. Einen Baumeister habe ich noch. Dann bauen wir hier gleich eine Schmiede hin. Bams. Und der hält es durch und der Turm macht hier Schaden. Oh, warte. Der Turm... Kriegt er den Baumeister? Oh, das sieht gut aus. Oder? Nee. Knapp. Na gut. Ich habe noch die Heilung. Und ich habe noch den mächtigen Zorn. Also ist da noch alles in Ordnung. Die Mine steht noch. Und... Ah, guckt mal, wie er das macht. Wunderbar. So, dann heilen wir den jetzt. Und dann können wir gleich die Wache rufen. Und das sollte mir helfen. Ich habe immer noch den Vorposten. Das gibt mir so viel mehr Geld. Das Katapult steht auch noch. Und Schmiede ist fertig. Dann machen wir gleich die Erweiterung. Dann bauen wir hier eine Mine. Ich würde gerne auf 100% gehen. Aber ich muss ja aufpassen. So, jetzt probieren wir mal das Überrennen. Überrenn's mal. Ich will das sehen, wie das funktioniert. Sie rennen. Und machen gar nichts. Seht ihr das? Ihr habt's gesehen. Deswegen finde ich die Hüter voll schlecht. Mit dem Belagerungshammer okay, aber das braucht's nicht. Das braucht's halt wirklich nicht, weil du hast Katapulte. Hi Elrond. Und so Zeugs, das reicht eigentlich zum Zerstören von Stuff. Es reicht wirklich. Es reicht halt wirklich. Und ja, da denke ich dann, nee, das braucht's nicht. So, das passt erstmal. Wow, das Katapult könnte mal zurückgehen. Ja, toll, danke. So, der haut jetzt mal ab, der König Dain hier. Das Ding will ich noch zerstören. Oh, das wurde gerade aufgerüstet. Guckt mal, wenn ich das noch zerstören kann. Das wäre gigantisch gut. Die Axtwerfer... Oh, warte, die schaffen den vielleicht. Die machen zwar nicht so großen Schaden irgendwie gegen den... Aber guckt mal. Das geht. Das geht. Und schaut mal, der Minenschacht ist da ziemlich gut aufgebaut. Ich baue dann einen hier noch auf. Dann holen wir uns einen neuen Baumeister. Ja, greif da mal an. Komm schon, ihr schafft es doch, oder? Bis auf das Katapult, das bleibt stehen. So, dann bauen wir ein neues Katapult auf. Und dann rufen wir hier mal ein paar Menschen. Menschen sind nämlich gar nicht so schlecht. Und dann bauen wir hier noch so einen extra Turm. Und die hier, die laufen jetzt. Den auf defensiv.
Und da hier können wir da unten weiterbauen. Genau. Jetzt expandieren wir nach da unten. Da war der Tom. Aber das passt schon. Das ist alles in Ordnung hier. Oh nein, töte den da. Schaffen wir das? Wir müssen die unseren zu spät. Sie haben unser Gebäude eingenommen. Ah, das ist schade. So, aber erst gibt es das Katapult mit dem Flammenschuss. Und dann sehen wir weiter. So, es sieht zwar jetzt hier ein bisschen böse, aber guckt mal, der König Dain auf Level 10. Der hat 3800 Gesundheit, ist jetzt nicht so viel. Aber geht schon. Oh, hier wurde irgendwas angegriffen. Okay. Dann bauen wir jetzt hier wieder unsere Bogenschützen auf. Schön die Bogenschützen aufbauen, die ich wieder haben möchte. Ach Quatsch. Du rufst jetzt die Leute und dann heilst du alles. So. Schön hochheilen. Ist überhaupt nicht overpowered. Und jetzt schaut's mal her hier. So. Die Axtschleuderer können das zerstören. Dann das, dann das, dann das, dann das, dann das. Und das passt dann schon. Zack, dann noch den Wolkenbruch. Einfach nur, damit wir hier ein bisschen Zeit gewinnen, die wir jetzt eigentlich gar nicht brauchen. So. Ich frage mich, anscheinend kosten diese Einheiten hier Punkte, Kommandeurspunkte. Jetzt weiß ich auch endlich, wofür CP steht. Commander Points wahrscheinlich. Schaffst du den? Ja, vermutlich nicht. So, ein Feind ist besiegt. Ist doch echt nett. Du greifst bitte dort irgendwo an. Ich würde gern dieses Gebäude angreifen. So. So, das Gebäude. Boah, der Gebäudeschaden ist schon sehr groß. Dann können wir hier. Ah, guckt's mal. Wahrscheinlich gibt der Feind eh gleich auf. Kann man da noch was bauen? Ja, bauen wir mal. So, hier noch heilen. Brenne. Perfekt. Genau das, was ich brauche. Jetzt sehen wir gleich, ob die Kommandopunkte kosten oder nicht. Denn. Das sehen wir gleich. So, jetzt gibt es nur noch einen Feind. Wo ist denn der andere Vorposten? Da hat's noch. Er müsste dann da unten irgendwo sein, oder? Ich kenne diesen Gestank. Das ist der Feind. Ein Gasthaus. Also hier ist ein Gasthaus. Da ist ein Leuchtfeuer. Ich kenne die Map halt wirklich so gut wie gar nicht. Und deswegen weiß ich noch nicht. Machen wir hier ein bisschen Sicht. Ja, der Gang. Ja, komm, hau weg, ist egal. Hier hat's ein Teil, dann müsst doch hier. Weil da ist ein Gasthaus und da ist das. Wenn hier ein Gasthaus ist, müsste doch hier irgendwo sowas sein, oder? Oder nicht? Wo ist denn. Es müsste doch noch einen zweiten Vorposten geben, oder sehe ich das falsch? Was ist mit den Orks hier drüben? Oder wo? Ich meine, das sieht. Die Karte sieht für mich so ein bisschen symmetrisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Baumeister. Oder ist das. Ist das hier in der Umgebung? Ah, hier, guck. Ah, da schaut's hin. Können wir jetzt hier das Upgrade machen? Ja, sehr schön. So, ich brauche nämlich Geld. Ah, der Turm ist ein bisschen off-point. Der erreicht dann nix. Aber das macht nichts. Ich kann ihn auch reparieren. Ich brauche kein Gasthaus. Oh. Lauf, 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 lauf. Was ich machen sollte, ist es aber zerstören. Weil den Gegner sollte ich es auch nicht lassen. Und ja, eigentlich haben wir doch nur noch einen Gegner, oder? Ja, also die Orks, das ist nicht so schlimm. Das geht schon. So, dann bauen wir einfach noch ein paar Minen hier. Hm, hier noch eine. Geht nicht, okay. Dann da unten. Ah! Ich dumm. Sehr dumm. Okay, bauen wir erstmal die Menschen aus Tal auf. Ah, nein! Ich Blödkopf! Hier sind die ganzen Menschen drin. Jetzt macht es auch Sinn. Klar. Ich wundere mich schon, wo die Kommandopoints sind, aber es sind natürlich alle im Turm. Ich wette, ein paar Leute von euch wussten das. Die ganze Zeit und fragt euch, wie kann der bloß so blöd vergesslich sein?
spielt das Spiel die ganze Zeit irgendwie und dann checkt es nicht. Was für ein Idiot. Als ob herbeigerufene Einheiten Kommandopunkte kosten, ne? Hier nicht, nicht in diesem Spiel. Aber naja. So. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. So, hier wird doch noch gebaut, oder? Dann kann man doch gleich noch was bauen. So, wunderschön. Der greift da an, du greifst da an, du greifst da an. Und gleich gibt's Feuerpfeile. Nice. Flammen oder Feuer? Da ist das Feuer. Ah ja. Gut. Der Turm steht noch. Nimm mal lange. What? Wie uncool. Aber das macht nichts. Ich greife jetzt hier einfach ein bisschen weiter an. Und dann holen wir uns das Gebäude einfach wieder. Und dann gucken wir mal. Irgendwo hier muss er was gebaut haben, ne? Da sind noch ein paar Orks. Ja, oder er ist hier. Das könnte ich auch sein. Naja, sehen wir gleich. Ich baue jetzt hier noch die Mithril-Panzer. Denn dann kann ich meine Bogenschützen ausrüsten mit Mithril-Panzern. Das Bannerträger-Upgrade ist nützlich. Ich würde mal gerne wissen, was das Banner-Upgrade genau macht. Ich meine, sobald du Stufe 2 bist, bekommen die einen Bannerträger und verlorene Einheiten werden ersetzt. Also die tauchen wieder auf. Ist in Ordnung. Aber gibt es auch einen Führerschaftsbonus? Weil guck mal, die leuchten so. Und ja gut, weil der Zwergtyp dabei ist, ne? Wenn der jetzt weggeht, genau, dann nicht mehr. Also scheinen die Bannerträger keinen Führerschaftsbonus zu geben, sondern das machen nur Helden. Anscheinend. Und den Baumeister zu verlieren wäre extrem dämlich. Lass mal lieber nett machen. So, Mithril-Panzer ist fertig. Dann kaufen wir uns den. Hotkey V, mit dem kann ich arbeiten. Und alles gekauft. Wunderbar. Ja, dann machen wir jetzt hier das da. Und irgendwie das da. Ich habe ja keine Ahnung, wo der ist. Ah ja, okay. Oh verdammt, wird der Mithril-Panzer noch fertig? Verdammt! Ich bin so dämlich. Ich bin echt saudämlich. Das gibt's doch nicht. Mann! Ah! Wie dumm! Ja, okay. Das will ich jetzt aber noch wissen. Habe ich den jetzt oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja, die nicht, aber... Ah doch, die schon. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann speichern wir ganz kurz, bevor es dann weitergeht.